aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Die Mission ist voll langweilig. Irgendwie bis jetzt halt. Ich laufe nur durch die Gegend, suche irgendwelche Leute. Oh. Scheiße. Das ist, glaube ich, die Titan. Das ist sie. Komm, verpisst euch mal. Hallo? Hey! Es hieß, ich soll kommen und... Hey, diese Irish geht mir auf den Sack. Wie seid ihr so immer so... ohne Mütze auf. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant, ja, das ist Kovic. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Waffenkiste. Ich nehme die nochmal mit und... Also die wollte ich mal testen und... noch die SG-Mail, Karabiner. So ein Atemgerät zum Schwimmen. Okay, ich habe ein Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Immer nach ihnen. Beeilung, Marie. Die Zeit. Krass, wie geil das ausschaut, ey. Geht doch. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das Mann, ach so, ich bin noch gar nicht im Wasser, ich werde das noch runtergelassen. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier werden keine alte Lande. Krass. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Was genau suchen wir? Krass, wie dunkel das hier ist. Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Ich bin die Hauptbitch. Baby to Marie. Oh, Bitch. Genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Unsere Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter tiefen. Sie könnte jeden... Kann niemand sehen! Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Plötzlich! Glaub es euch, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Komm, Sir! Wo bist du hin? Komm hier rein! Bestimmt irgendein Loch oder so. Such nach einem Loch im Rumpf oder so! Da! Ein Loch im BGB! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahrt uns! Pass auf! Die Titan wurde nie vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesammelt. Die wir jetzt. Darum sind wir hier. Kommt das bei allen? Dass das nicht abrutscht? Los, weiter Bewegung! Ich bin ein bisschen zu schnell für die. Ihr wisst schon, was ich meine, für die Stimmen.
Was für denn ihre Gespräche? Aber erstmal kriechen wir hier so wie irgendwelche. Ah, okay, da können wir runter. Au, Rock! Oh, Scheiße! Kaufig, haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt? Ist, glaube ich, eine russische Waffe, ne? Na, chinesisch. Die Schriftzüge, ja. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Also ich stimme sie nicht so synchron. Ich renne jetzt einfach mal durch hier. Oh, Alter, ich dachte schon, da wäre ein Gegner. Wrecker hat sie. Ja, warte, ich helfe dir. Lol. Aufmachen. Spacht. Oder Marine? Ja. Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Ich mag diesen Kovic aber auch irgendwie nicht. Oh, ich kann gar nicht schwimmen, hä? Jetzt muss ich noch auf den warten. Jetzt geht's los. Oh, da hat's noch nicht überlebt. Es kann sein, dass ich meine Maus manchmal hört. Weiß nicht, ich glaube, mir wäre jetzt nicht so mulmig geworden, wenn ich durch so ein absaufendes Schiff schwimmen müsste. Hey, da hat so Dinger zu meinen Kühlung fallen lassen. Da muss ich mit Löschlicher, mit Leerter. Ja. Was hat der denn jetzt mit dem Messer, Alter? Achso, weil ich die ganze in der Hand hatte. Hey, hört mal. Der Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Geräusche sind direkt vor uns. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sir. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sir? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung. Jedenfalls ist es gar gekippt. Ich hatte es jetzt nicht. So erschl... Nee. Tut mir leid. Oh fuck, da sind welche. Alter! Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Ah, mit Schweine, Alter. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich! Halte durch, Leute! Nein, Harris, nicht! Hör damit. Alter! Scheiße, Harris, bleib cool! Tut mir leid. Gehen wir los, los! Ah, mit Schweine. Das zahle ich ihm ein. Wieder hol ich wieder. Wecker! Wir müssen los! Wer? Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Lecker. Ja. Wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben! Nein! Bitte! Sag meiner Mann! Sag meiner Mann! Ich kann doch so nicht sterben! Nicht in dieser Luft! Dann wird ein Brief geschrieben. Ihr Sohn starb als Held. Amen, ah, Schweine. Wow, wow.